Die Lerche machte bei mir Rast in einer Welt aus Angst und Hast. Leider kann ich es nicht weiter. Die Lerche machte bei mir Rast in einer Welt aus Angst und Hass. Er findet immer den richtigen Reim, finden Sie nicht? Ja. Immer den richtigen Reim. Das habe ich an seinen Sonetten schon immer bewundert, dass er immer den richtigen Reim gefunden hat. Seine Sonette sind neu aufgelegt worden. Ja? Ein schönes Buch. Er hat es für die Jugend geschrieben. Der Jugend ins Herz. Guten Abend, liebe Hörer, wir sind im Theater, wir waren im Theater, wir haben vor einiger Zeit im Theater der Freien Volksbühne ein Stück und eine Aufführung aufgenommen und für Sie, liebe Hörer, festgehalten, die uns beide, Stück und Aufführung, so literarisch, amüsant und schauspielerisch so wichtig schienen, dass wir Ihnen, den Hörern, diesen intelligenten Spaß auch später akustisch mitteilen wollten und das tun wir jetzt. Das Stück ist eine Komödie, sie stammt von dem ebenso witzigen wie grundbitteren Österreicher Thomas Bernhard, der Zeitkritik, Gesellschaftskritik, Kritik am Gehabe der nur künstlich gewordenen Kunst nun schon seit Jahren in amüsant gallige und pessimistische Lustspiele eingehen lässt. Dieses hier heißt Über allen Gipfeln ist Ruh, Über allen Gipfeln ist Ruh und der Titel ist, Sie werden das merken, schon eine abgefeimte Gemeinheit. Thomas Bernhard nennt seine Literatursatire im Untertitel Ein deutscher Dichtertag um 1980. Und das stimmt. Es wird ein einziger Tag im erfolgreichen Leben eines deutschen Großdichters, wie man das wohl nennt, aufgeblättert. Der Mann wird umschwärmt, besonders von seiner Dichtergattin. Die sieht schier Goethe in ihm. Er fühlt sich auf der Höhe seines Ruhmes. Er hat gerade eine Roman-Tetralogie beendet, den letzten, also dritten Roman über die Figur eines Professors Stieglitz hat er beglückt abgeschlossen, einen, wie wir hören werden, einen Bildungsroman in der Art und im Sinne von natürlich Goethes Wilhelm Meister. Und Herr Meister heißt der Großdichter selber und das ist schon so eine der giftigen Bezüglichkeiten des Komödienschreibers Thomas Bernhard. Herr Meister lebt herrschaftlich in einer schönen süddeutschen Landschaft, übrigens in einem Hause, das einst jüdischer Besitz war. Nun thront der deutsche Großdichter hier. In seinem Hause ist schon eine junge Bewundererin zu Gaste. Sie schreibt sozusagen auf den Knien ihres Herzens eine Doktorarbeit über den Olympier, ein Fräulein Werdenfels. Meisters Frau und sie sitzen schon auf der weiten Hausterrasse. Man will frühstücken, man wartet auf den Meister, auf Moritz Meister. Der hat ein bezugreiches Hobby, er züchtet nämlich Bienen. Gleich wird er den Schutzhut der Bienenzüchter auf dem massigen Kopfe erscheinen. Die Stätte ist bereitet und da kommt er schon, selbstbewusst, wuchtig, selbstsicher, aber auch gleich etwas komisch in seiner Bienenkappe, das Netz über dem fülligen Gesichte. Ernst Schröder spricht und spielt diese ausführliche Spottfigur eines neudeutschen Großdichters, spielt den Moritz Meister. Er wird gerade von den beiden Damen, seiner beflissenen Frau und der jungen Doktorandin, empfangen. Und so geht's denn bei uns los. Natürlich ist, wenn von ihm die Rede ist, von dem Epikermeister die Rede. Aber der Lyriker steckt immer in ihm. Es dichtet immer in ihm, Fräulein Werdenfels. Ich werde meinen Mann auf seiner Vorlesereise begleiten. Er weiß es noch nicht, dass er diese Vorlesereise machen wird. Aber ich habe schon alle Verträge abgeschlossen. Von Flensburg bis Berchtesgaden reisen wir in 47 Städte. Von der Nordsee bis zu den Alpen liest mein Mann aus seiner Tetralogie vor. Er ist der beste Interpret seiner selbst. Wenn wir Glück haben, liest er heute Abend. Wir werden im Kamin Feuer machen und ihn lauschen. Mein Mann liest ja nicht gerne, aber ich bringe ihn schon dazu. Schließlich habe ich ihn noch immer dazu gebracht. Die Männer kann man nur insgeheim in das Richtige lenken.
Der Verleger wird sagen, er wolle das Manuskript mitnehmen, aber ich werde es noch nicht herausgeben. Wir lassen es noch hier, werde ich sagen. Wir geben es noch nicht aus der Hand. So spannen wir den Verleger noch eine Weile auf die Folter. Die Lerche machte bei mir Rast in einer Welt aus Angst und Hast. Du zeigst dich mir auf grüner Flur als allerreinste Urnatur. Sehen Sie, man muss nur eine Zeit lang warten, dann fällt es einem wieder ein. Du zeigst dich mir auf grüner Flur als allerreinste Urnatur. Na endlich, Moritz, Fräulein Werdenfels und ich warten schon die längste Zeit. Hast du mich denn nicht gehört? Nimm mir doch bitte das Netz ab. Goethe hatte ein gestörtes Verhältnis zu den Bienen. Das weiß ich ab heute. Es ist alles falsch, was er über die Bienen geschrieben hat. Ein so großer Geist wie Goethe und alles falsch. Wir glauben immer alles in und an einem großen Geiste. Stimmt. Aber hier irren wir. Jetzt habe ich die Beweise, dass Goethe, was die Bienen betrifft, geirrt hat. Aber was macht das schon? Ja. Du hast recht. Was macht das schon? Wir studieren das Leben und dringen immer tiefer ein. Und die Finsternis wird immer größer. Ist es nicht so, Fräulein Werdenfels? Forscher sind wir alle. Forscher, Fräulein Werdenfels. Forscher. Alles passabel auf dem Frühstückstischchen. Aber wo sind die Wahlverwandtschaften? Lektüre, die Frühstückslektüre. Bevor wir den Fruchtsaft trinken, lesen wir noch ein paar Seiten. So halten wir es hier im Weinberg. Etwas Philosophisches, naturgemäß. Es ist kein komplettes Frühstück ohne eine philosophische Lektüre oder wenigstens philosophische Dichtung. Wir halten es, solange wir zusammen sind, meine Frau und ich, mit den großen Geistern. Wir hätten nicht überleben können sonst, Fräulein Werdenfels. Die Wahlverwandtschaften. Was für ein herrliches Buch. Wir leben ein Leben in Goethe, wissen Sie? Wie Professor Stieglitz in meiner Tetralogie sagt. Nun wollen wir aber zum Frühstück schreiten, Fräulein Werdenfels. Und so gehen denn, wenn der Vorhang fällt, die drei zum Frühstückstisch. Moritz Meister, der Großschreiber und moderne Olympia, seine Gattin und die beflissene Doktorandin, das Fräulein Werdenfels. Wenn der Vorhang sich jetzt wieder hebt, sind wir mitten im Frühstück auf der schönen Terrasse. Moritz Meister, der übrigens, wenn Sie es noch nicht gemerkt und herausgehört haben sollten, eben von Ernst Schröder gespielt und gesprochen wird. Der Meister ist gleich wieder dabei, von sich selber ausführlich zu sprechen. Darüber nämlich spricht er das ganze Stück über am liebsten und am ausführlichsten. Fräulein Werdenfels, mein größter Herzenswunsch war es gewesen, Sänger zu sein, auf der Bühne zu stehen, als eine zentrale Figur der großen Oper Othello, Fräulein Werdenfels, Iago, aber eine kleine Verkühlung im Halse. Merkwürdigerweise auf Ischia, denken Sie, machte meinen Traum zunichte. Eine möglicherweise unvorstellbare Karriere, plötzlich die Aussichtslosigkeit als Künstler vor sich zu sehen. Dabei ist mein Mann musikalischer als jeder Mensch, den ich kenne. Er hat alle großen Symphonien Beethovens im Kopf, schon von Kind an eine hochkünstlerische Begabung, nicht nur ein Steckenpferd von Werdenfels. Nun übertreibe nicht, Anne.
Aber selbst Mendelssohn höre ich vollständig. Wenn ich auf meinem Sofa liege beispielsweise und eine ganz bestimmte Stimmung meiner Sensibilität haben will, höre ich Mendelssohn. Ein absolut zweitrangiger, wenn auch erstklassiger. Ach, nehmen Sie doch von dem Honig, Fräulein Werdenfels. Von unseren Bienen, Fräulein Werdenfels. Oder Rachmaninow beispielsweise. Ich hatte eine Freundin in früher Jugend, die Pianistin werden wollte und von der ich zuerst Rachmaninow gehört habe, überhaupt alle bedeutenden russischen Komponisten. Eine hochmusikalische Person, die mir die Musik aufgemacht hat wie eine Schatulle. Ja. Was danke ich nicht alles diesem Mädchen? Plötzlich verstarb es, kein Mensch wusste woran und alle diese außergewöhnlichen Kenntnisse nimmt ein solcher hochmusikalischer Mensch mit ins Grab. Diese ungeheure Musikalität, wie ich keine mehr gefunden habe später. Früher hatte ich immer gedacht, ich werde ein sogenannter interpretierender Künstler, ein Musiker. Ich liebte die Bassgeige vor allem. Wie der Professor Stieglitz. Ich hatte keinerlei Beziehung zum Klavierspiel. Das ist doch absurd, nicht wahr? Fräulein Werdenfels, meine Frau, ist eine richtige Klaviervirtuosin. Sie ist eine Klaviersolistin ersten Ranges. Sie hat früher selbst Solistenkonzerte gegeben. Einmal hat sie sogar unter Furtwängler im Wiener Konzerthaus gespielt. Aber dann plötzlich war alles aus. Stellen Sie sich vor, wie wir geheiratet haben. Von da an hat meine Frau keine Konzerte mehr gegeben. Nur einer von beiden kann sich der hohen Kunst widmen, haben wir uns gesagt. Die Wahl ist auf mich gefallen. Das ist ein Opfer. Sich aufzugeben für den anderen, den Lebenspartner. Meine Frau hatte Berühmtheit erlangt und auf dem Höhepunkt alles aufgegeben. Alle diese Reisen, allen Jubel der Menge. Aber es ist wahr, ihre Kunst ist heute vollkommen als früher. Im Stillen bist du gereift zur höchsten Meisterschaft und ich allein bin Zeuge, ich allein. Was mich betrifft, so hat es sich herausgestellt, dass ich doch kein interpretierender, sondern ein schöpferischer Kopf bin. Plötzlich war der Dichter in meinem Mann erwacht. Und das ist doch sicher für Ihre Doktorarbeit von größter Wichtigkeit, den genauen Werdegang meines Mannes zu erfahren. Ich erinnere mich genau, in Regensburg. Ich war mit meinem Onkel, ein Güterverwalter des Turn und Taxis, in die dortige Kathedrale gegangen. Übrigens ein Meisterwerk deutscher Gotik, Fräulein Werdenfels. Füllen Sie, sobald Sie können, diese Bildungslücke. Notieren Sie sich, Regensburg. Würzburg und Regensburg. Aber vornehmlich Regensburg. In der Kathedrale von Regensburg war mir auf einmal klar gewesen, unter dem Netzrippengewölbe, unter einer ganz kleinen Öffnung im Netzrippengewölbe, dass ich zum Dichter bestimmt sei. Wie der Professor Stieglitz. Gibst du mir nicht noch ein Brötchen, Anne? Nichts hatte vorher darauf hingedeutet, wenngleich ich natürlich wie alle deutschen Jungen schon im zarten Alter des humanistischen Gymnasiasten Gereimtes verfasst habe, vieles ist verloren aus dieser Zeit, beispielsweise ein Sonettenzyklus über die Schafgarbe. Viele Kollegen schämen sich ihres Frühwerks und versuchen mit allen Mitteln es zu verbergen. So bin ich nicht, ich bin nicht so. Jeder junge Mensch ist begabt und schreibt Gereimtes, manchmal in merkwürdig heiterer Stimmung, würde Goethe sagen, sagt Stieglitz. Betrachte ich dieses Jugendwerk, Gedichte, Novellen, Prosa und ich bin in eine recht melancholische Stimmung versetzt. Aber ich denke natürlich nicht daran, es freizugeben, wo mein Spätwerk so geschlossen da liegt. Das wäre doch unverantwortlich, nicht wahr, Fräulein Werdenfels? Aber eines Tages, Herr Professor, wird die Nachwelt auch dieses Werk der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie haben kein Recht, diese Schätze unter Verschluss zu halten, wie ich glaube. Eines Tages... Ja, vielleicht, vielleicht ist es so, vielleicht haben Sie recht. Ganze Zyklen über die Sauerkirsche beispielsweise sind entstanden, wie ich 15 war. Aber da steht ja alles ganz genau bei Stieglitz. Da muss ja wohl schon alles in mir bestimmt gewesen sein, sagt Stieglitz in der Tetralogie. Meine Eltern sind meiner Neigung natürlich nicht unbedingt mit Verständnis begegnet. Wie übrigens die deinigen auch nicht, deine Kunst.
Meine Eltern hatten nichts dagegen, dass ich Musik studieren wollte, aber sie sahen es sich auch nicht so gern. Ich stamme aus einem amusischen Hause. Ich bin aus den einfachsten Verhältnissen, wie mein Professor Stieglitz. Mein Vater war ein ganz kleiner Angestellter in einer Großziegelei, da hatte ich nicht mit Verständnis zu rechnen. Und meine Mutter war die Tochter eines Straßenarbeiters. Das sagt sich alles so leicht. Aber es ist die Wahrheit, die bittere Wahrheit, Fräulein Werdenfels. Sie selbst kommen ja aus einem durch und durch wissenschaftlichen Hause, aus einer Gelehrtenfamilie, aus einem unendlich reichen Nährboden für Kunst und Wissenschaft und wohl auch aus einer gewissen Wohlhabenheit. Aber ich, da drüben, wo es ganz karg ist, da bin ich geboren. 2 Ziegen und 4 Morgen Land, das war alles. Und die Verachtung der Umwelt noch dazu. Es ist alles so gut gekommen, Moritz. Und du bist berühmt geworden, ein berühmter Mann. So hochgeschätzter, ja schon weltberühmter Autor, über welchen jetzt schon bald mehr Bücher erschienen sind, als er selbst geschrieben hat. In Paris ist ein Buch über meinen Mann erschienen, bei Gallimard. Eine Arbeit über meinen Stil, sehr interessant. Fabelhaft gedruckt. Bis 22 hat mein Mann nur Gedichte geschrieben und dann jahrelang nichts mehr. Da wollte er die Sängerkarriere einschlagen und dann mit 32 die erste Prosa, eine Kurzprosa mit dem Titel Die Lilie, die sogar abgedruckt worden ist. In der allerheiligen Nummer der Stuttgarter Zeitung. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Aber es war über eine ganze Seite gedruckt. Ich war sehr stolz auf mich. Ich hatte mich, obwohl es sehr kalt gewesen war, auf eine Parkbank gesetzt gegenüber dem Schauspielhaus und die aufgeschlagene Zeitung mit meiner Prosa auf meinem Schoß und hatte gedacht, dass alle vorübergehenden Leute wissen, dass die Lilie, die in der Zeitung abgedruckt war, an diesem Tage von mir ist. Bei Stieglitz ist das genau nachzulesen. So war ich über Nacht zum Dichter geworden in dieser deutschen Dichterlandschaft. Natürlich hatte ich damals eine sehr romantische Auffassung von Dichtung, aber ich hatte von da an regelmäßig geschrieben. Es hatte aber auch noch ein Gedicht gegeben von einer sich sanft wiegenden Birke im Abendwind. Die Geburt eines Schriftstellers ist ein langwieriger Prozess mit vielen schmerzhaften Rückschlägen. Das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Professor. Bis es dann endlich der große Dichter ist. Bis aus dem Ringenden und Suchenden der geworden ist, den alle bewundern, wie Stieglitz sagt. In einem meiner späten Gedichte, übrigens in der Sammlung Nacht fällt das Ende, die ich bei Klett herausgegeben habe, und kommt diese sich sanft im Abendwind wiegende Birke noch einmal vor in ganz anderem Zusammenhang. Natürlich als philosophisch-religiöses Element. Das hast du in Nürnberg geschrieben, auf dem Katholikentag. Da waren wir von Kardinal Frings eingeladen. Wir saßen neben Frings. Frings saß da und ich saß neben Frings und mein Mann saß da neben mir. Da hat mein Mann aus Nachtfall das Ende gelesen. Mein Mann ist ein großer Dürer-Verehrer. Wie übrigens mein Professor Stieglitz auch. Er liebt das Fachwerk und die Meistersinger sind insgeheim deine Lieblingsoper. Stimmt es, Moritz? Oder habe ich ein Geheimnis ausgeplaudert? Wagner lässt das Herz höher schlagen, sagt Stieglitz in der Tetralogie. Das ist doch sehr interessant, nicht wahr? Nietzsche und Wagner, die Prioritäten sind wichtig. Auf die Prioritäten kommt es an. Wie heißt doch das Gedicht, das du auf dem Katholikentag in Nürnberg geschrieben hast? Dürer in Fürth. Natürlich, Dürer in Fürth. Mein Mann liebt die Vokale. Es ist sehr wichtig zu wissen. Auch Stieglitz liebt die Vokale. Ich sah aus dem Fenster des Hotels. Zum weißen Raben. Sehr richtig. Und sah eine Birke, wie die Birke vor meinem Elternhaus. Das inspirierte mich. Keine 5 Minuten und das Gedicht war da. Der Künstler weiß nie, wie sein Werk entstanden ist. Er bleibt im Stande der Vermutung. Der wahre Künstler weiß nichts über seine Kunst. Erst nach und nach wird ihm deutlich,
was ihm letzten Endes doch vollkommen verborgen bleibt. Am Abend habe ich in kleinstem Kreise dem Kardinal Frings das Gedicht vorgelesen. Es ist dann in die katholischen Schulbücher Nordrhein-Westfalens aufgenommen. Ich habe natürlich kein Honorar genommen. Und stellen Sie sich vor, die Birke vor meinem Elternhaus, übrigens liebt Professor Stieglitz die Birke, eben diese zum Gedicht gewordene Birke, ist in der Weihnachtsnacht 1968 abgesägt worden von den Nachbarn meiner Eltern, welche damals noch lebten, wegen einer misslichen Grundstückssache. Aus Hass, stellen Sie sich vor, plump abgesägt. Einer gönnt dem anderen nichts. Der nachbarliche Hass ist der größte. Der Briefträger! Wir haben einen ganz reizenden Besuch. Was haben Sie denn Schönes, Herr Smirnoff? Hier. Oh, das ist ja unglaublich viel Post. Unglaublich. Nun sehen Sie einmal, Fräulein Wirbenfels, wie viel Post wir bekommen. Ja, das beinahe jeden Tag. Nicht wahr, Herr Smirnoff? Seit ich doch etwas bekannt geworden bin. Ach, immer diese Untertreibungen. Gib doch zu, dass du dich freust. Lauter Anfragen von Universitäten, ob mein Mann vorliest. Von der Universität in Nancy und von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Setzen Sie sich doch zu uns, Herr Smirnoff. Setzen Sie sich, Herr Smirnoff. Das ist aber ein sehr interessanter Name für einen Briefträger. Herr Smirnoff ist von bulgarischen Eltern. Er erinnert meinen Mann ein bisschen an Schaljapin. Finden Sie nicht? So, das ganze Äußere. Was für ein sanges Volk, die Bulgaren. Der Krieg hat die Menschheit durcheinander gewirbelt. So ist auch Herr Smirnoff nach Deutschland gekommen, als ganz kleines Kind. Aber Sie fühlen sich doch ganz als Deutscher, nicht wahr, Herr Smirnoff? Oh. Ganz Schaljapin. Was für ein Sänger, ein Revolutionär der Oper. Der Sänger, den mein Mann am meisten bewundert hat. Sie sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen, Herr Smirnoff. Seine Eltern waren Gärtner. Das ist bei den Bulgaren immer so. Was machen denn Ihre Kinder, Herr Smirnoff? Sie haben doch keine Schwierigkeiten in der Schule. Begabte Kinder, sehr begabte Kinder. Eigentlich schon ganz deutsche Kinder, aber Sie haben ganz deutsche Namen. Herr Smirnoff ist mit einer Deutschen verheiratet. Sie haben eine liebe Frau, Herr Smirnoff. Lauter Bücher mit Signierwünschen. Das macht mein Mann nach dem Mittagessen. Er macht es ungern, aber er macht es. Man darf doch die treuen Leser nicht enttäuschen. Was ist ein Schriftsteller ohne Leser? Er ist nichts ohne Leser. Was wären Sie, Herr Smirnoff, ohne Post? Ohne Post, Sie, Herr Smirnoff. Ein Brief von der Bayerischen Staatskanzlei und ein Brief vom Bürgermeisteramt Zürich und ein Brief aus Stockholm und ein Brief... Aus Stockholm! Aus Stockholm! Aus Stockholm! Szenenwechsel. Herr Meister schaukelt gedankenvoll in einem gewaltigen Schaukelstuhl. Vor ihm die wissensdurstige, die dem Meister verfallene Doktorandin, das Fräulein Werdenfels. Sie hat einen Notizblock in der Hand und schreibt dauernd mit und hat wie immer gleich auch noch den Fotoapparat im Anschlag, auf dass ihr nichts von den golden tropfenden Worten und den Mienen des Meisters entgeht. Fragen Sie, Fräulein Werdenfels, fragen Sie nur... Das Erlebnis des Krieges
ist das fundamentale Erlebnis des deutschen Mannes. Odessa, Minsk, Sevastopol, schließlich die Westfront, die Normandie. Wenn Sie wie ich Ihre Kameraden gesehen haben, steif, erfroren, verstümmelt, der Schriftsteller verarbeitet natürlich alles, was er erlebt hat, die ganze Geschichte schließlich, die ihn geformt hat. Jeder Schriftsteller, jeder Dichter ist das Produkt der ganzen Geschichte. Natürlich ist es ein Gnadenzustand, das Schreiben, in welchem der Tod eine ganz außerordentliche Rolle spielt. Vielleicht ist das Todeserlebnis das allererste. Der Tod, das Todeserlebnis, das ist Reife. Sehen Sie sich diese jungen Schriftsteller an. Lauter unendlich begabte junge Leute, die mit der leichtesten Feder schreiben, die so unendlich viel schreiben heute, wenn sie um die 20 sind oder um die 30. Aber sie haben alle nichts erlebt. Was sie schreiben, zerfällt dem Leser, während er es liest. Es ist nichts, weil es keine Geschichte ist, wie mein Professor Titlitz sagt, weil das Todeserlebnis fehlt. Weil die Konfrontation mit dem Tod fehlt, weil das Fundament einfach nicht da ist, nicht da sein kann. In dem Schreibenden muss alles eingesenkt sein, die Anfänge der Menschheit, die Anfänge der Kultur, wie gesagt, die ganze Geschichte, sagt Stieglitz. Was hat Sie auf den Gedanken der Tetralogie gebracht und wann ist dieser Gedanke an die Tetralogie zum ersten Mal aufgetaucht? Der Gedanke an die Tetralogie, mein Opus Magnum, zweifellos, jedenfalls bis zum heutigen Tage, war schon immer in meinem Kopf gewesen. Die Stieglitz-Figur zuallererst natürlich. Plötzlich war dieser aufregende Gedanke da und ich habe ihn von diesem Augenblick an mit der größten, mit der allergrößten Besessenheit verfolgt. Ein so umfangreiches Werk, ein solches 2000 Seiten umfassende Werk, in welchem die ganze Kulturgeschichte verarbeitet ist. Wie ist das möglich? Das kann nicht gesagt werden. Das kann überhaupt nicht gesagt werden. Der Philosoph kann nicht sagen, er philosophiert, der Dichter kann nicht sagen, er schreibt, der Schöpfer kann nicht sagen, dass er schöpft, sagt Professor Stieglitz in der Tetralogie. Diese unendliche Mühsal, mit welcher an jede Zeile herangegangen werden muss, sagt Stieglitz, das ist ja das Unvorstellbare. In jedem Werk ist das Scheitern. Aber wenn wir die Gnade haben, bringen wir es fertig. Wir dringen ein, wie in ein Bergwerk und schürfen und fördern zutage, sagt Stieglitz. Hatten Sie ein Konzept für die Tetralogie? Natürlich hatte ich ein Konzept. Der große Entwurf war da, ein Plan genauestens ausgearbeitet im Kopf, der Professor Stieglitz, der Geistesdeutsche. Aber dann, wenn ich da rangehe und hineingehe in das Bergwerk, empfängt mich doch nur eisige Finsternis. Wie Stieglitz sagt. Sie haben so viel Geistesgeschichte in diese Tetralogie verarbeitet. Ja, sehen Sie, diese unendliche Arbeit zuerst. Diese tausende Bücher, die Sie ja studiert haben müssen, um ein solches Thema der Menschwerdung, wenn ich es so ausdrücken darf, wenn ich meinen Professor Stieglitz zitieren darf, überhaupt anzugehen. Es ist ja alles gegen mich. Am Anfang alles. Und die Gewissheit der Möglichkeit, in jedem Augenblick scheitern zu können. Denn nichts ist Ihnen sicher, nichts. Sie leisten eine lebenslängliche Arbeit und Sie haben nichts in der Hand. Der Schriftsteller oder der Dichter hat keinerlei Garantien, sagt Stieglitz in den Dolomiten ganz für sich allein. Dann endlich sind Sie so weit, dass Sie anfangen, dass Sie schreiben können. Dann kommt irgendeine lächerliche Unpässlichkeit, eine kleine Blutvergiftung, eine Magenverstimmung und es ist wieder nichts. So zahllose Anläufe immer wieder, das erfordert schon die Zähigkeit eines Raubtieres. So das genaue Stieglitz-Zitat. Die Katastrophe ist ja das völlige Alleinsein und tatsächliche Alleingelassensein mit sich selber, Nietzsche, Stieglitz. Und wieder zurück, verstehen Sie, niemand, kein Mensch, nichts hilft Ihnen, nur Sie selbst, auf sich selbst angewiesen. Mein Sils Maria, wie Stieglitz bekennt, gehen in diesen Kampf und es ist ein Kampf. Der Schriftsteller kämpft um sein Leben, so ist es. So sagt es mein Stieglitz.
Was sind das für Charaktere in Ihrer Technologie? Geistescharaktere, naturgemäß. Ein Spektrum sozusagen aller Weltmenschencharaktere. Sehen Sie zum Beispiel Robert, der Naturwissenschaftler, der an seiner Naturwissenschaft zugrunde gehen muss. Oder Irma, die Gescheiterte, die in Paris aufgegeben hat, wahrscheinlich zum ungünstigsten Moment, weil sie Stieglitz nicht verstanden hat. Ein Spektrum, wie gesagt, ein Spektrum, alles Charaktere, wie sie in dieser Zeit existieren. Es ist doch ein Werk dieser Zeit, keiner anderen, sagt Stieglitz an einer entscheidenden Stelle, in keiner anderen möglich. So Stieglitz in St. Moritz erschöpft, geisteserschöpft. Stellt Robert nicht so etwas wie den negativen Helden da in Ihrer Tetralogie? So könnten Sie sagen, Fräulein Birnfels, aber es ist auch wieder nicht der Fall. Sehen Sie, was ist der negative Held? Es ist der Held an sich. Der gescheiterte Mensch, wie der Professor Stieglitz sagt. Sozusagen der Gescheiterte. Der von der Geschichte überrollte, der in der Geschichte gescheiterte. Der an der Geschichte gescheiterte, an sich gescheiterte, in der Geschichte. Ja. Aber es ging mir natürlich nicht darum, nur den negativen Helden, wie Sie sagen, darzustellen. Nein, es ist mir darum gegangen, die Ausweglosigkeit der Geschichte in den einzelnen Charakteren sichtbar werden zu lassen. Ich zeichnete einen ganz und gar für diese, unsere Zeit, typischen Edgar, der sich mit der Existenz nicht abfindet, nicht abfinden kann, obwohl er alles zu seiner Geistesverfügung hat. Gerade deshalb scheitert Edgar. Ja, er ist der große Künstler, ist der große Mathematiker, ist der bedeutende Naturwissenschaftler, ist der Weltmann als Weltgeist an sich und scheitert, wie Professor Stieglitz sagt. Das habe ich sehr elegant skizziert, vielleicht eine Spur zu elegant, vielleicht. Hatten Sie Stilprobleme im Edgar-Kapitel? Wie meinen Sie das? Legten Sie das Edgar-Kapitel als Gegenkapitel zu dem Robert-Kapitel an oder spielte das eine untergeordnete Rolle in Beziehung zu Professor Stieglitz? Das ist eine interessante Frage. Sie können die Typologie Edgars in Beziehung setzen zur Verzweiflung Roberts. Das war ein stilistisches Problem in Beziehung zu dem Professor Stieglitz, wenn Sie das meinen. Yeah. Ich hatte ein grandioses Erlebnis in Knossos. Ich muss nicht erwähnen, was mir Knossos bedeutet, da Sie ja mein Werk einigermaßen gründlich kennen. Ich deutete eine Gesetzestafel, die in Gortys gefunden worden war, anders als Sir Evans. Ich deute sie richtig, weil ich unter den richtigen Voraussetzungen meine Deutung herangegangen war. Evans unter völlig falschen. Man versteht das Edgar-Kapitel natürlich nur, wenn man Knossos versteht, aber nur, wenn man zu meinen Schlüssen gekommen ist, nicht zu den Schlüssen von Sir Evans. Es war für mich die aufregendste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Es hat mich jahrelange ununterbrochene Konzentration gekostet, schließlich das Edgar-Kapitel fertig zu bringen. Dabei hat mir natürlich meine Frau sehr geholfen, wie ich überhaupt meiner Frau sehr viel verdanke. Die maßgeblichen Kritiker schreiben, die Bücher 1 und 2 betreffen, sie hätten Züge Edgars, ich meine Charakterzüge Edgars, auch in Robert verarbeitet, dass überhaupt das Robert-Kapitel sehr viel von Edgar hat. Stimmt das? Sehen Sie, Fräulein Birnfels, naturgemäß ist etwas von Robert in Edgar eingegangen und etwas von Edgar und gar nicht so wenig in Robert. Es ist erstaunlich, dass die Kritiker tatsächlich zu solcher Beobachtung fähig sind. Das erstaunt mich wirklich. Denn die meisten von Ihnen haben ja niemals die Fähigkeit, tiefer in ein Werk einzudringen. Es ist alles oberflächlich an Ihnen, alles. Hier hat es sich nun ergeben, dass die Kritiker gesehen haben, in welcher philosophischen Zusammenhang beispielsweise zwischen Edgars Perspektive auf die Natur und Roberts Kunstphilosophie besteht. Aber natürlich haben das nur zwei Kritiker erkannt und wir sind uns doch einig, dass es sich bei diesen beiden um die Besten ihres Faches handelt. Aber auch diese beiden hatten jahrzehntelang geirrt. Wenn es nach den Kritikern gegangen wäre, hätte ich mich ja längst umbringen müssen. Aber ich habe die Verzweiflung jedes Mal überwunden. Nicht nur mit den Kritikern in Deutschland ist es eine fatale Sache. Sie loben und sie verdammen. Und sie wissen niemals, was sie loben und was sie verdammen. Sie haben keine Ahnung von ihrem Gegenstand.
wie Stieglitz sagt. Die Kritiker haben schon viele Genies vernichtet, aber es wachsen immer wieder neue nach, solange die Welt besteht. Auch die Genies sind unausrottbar in der Natur. Ich selbst habe inzwischen eine harte Haut. Und heute kann ich nicht klagen, wie übrigens Stieglitz in der Tetralogie auch nicht. Er ist der Weltverfüger. Verstehen Sie? Es wird seit Jahren nur Positives über mich geschrieben, seit ich 65 gewesen bin. Kein verletzendes Wort mehr. Lese ich meinen Namen in der Zeitung, ist er immer mit einem hochachtenden Lob verbunden. Das beflügelt. Natürlich, ja, hätte ich früher ein solches Echo gehabt. Wer weiß, was ich noch alles vollbracht hätte. Wie ist Ihr Verhältnis zur Natur? Ist es ein Naturverhältnis an sich, wie Sie sagen, oder ist es etwas anderes an sich, wie Professor Stieglitz sagt? Ich kann nicht sagen, es ist ein Naturverhältnis an sich. Es ist ein mathematisches Schicksal, das meinige. Es ist vollkommen an die Natur gebunden, es ist in jedem Gedicht von mir, es ist in jedem Stück Prosa, es ist in allem, worin ich existiere. Warum ist das Robert-Kapitel kürzer als das Edgar-Kapitel? Das hat mit Mathematik zu tun und mit Statik und mit Archäologie. Es war durch mein Kreta-Erlebnis bedingt, das ist die Weltsicht meines Professor Stieglitz, auf den Kosmos. Aber es fehlt hier die Zeit, um mich näher mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Eine sehr interessante Frage. Ich bin Sie noch nicht gefragt worden, aber ich habe ja auch noch mit keinem Menschen außer mit Ihnen über die ganze Tetralogie gesprochen, außer mit meiner Frau natürlich. Das Edgar-Kapitel hat etwas mit Beethovens Fünfter zu tun. Das Robert-Kapitel mit Schönbergs Moses und Aaron. Aber das würde zu weit führen. Es fällt auf, dass Sie das Zeitproblem plötzlich umkehren. Ja, sehen Sie. Ja, warum gerade zwischen dem Robert-Kapitel und dem Edgar-Kapitel? Ja, sehen Sie. Das ist meine Philanthropie, das ist mein Egos, mein Matala, wie Stieglitz sagt. Ja, Ihr Matala. Sie wissen doch, was Matala ist. Ja, natürlich. Mein Matala, mein Matala. Mein Matala. Um die Vernünftigkeit geht es. Um die Verfügungsgewalt, sagt Stieglitz. Wie einfach liegt Zeus quer, nicht wahr? Die Ursache war doch sicher Ihr Verhältnis zu den Unvereinbarkeiten, wie Sie einmal sagen. Ja, sicher, ganz sicher. Es gibt ein Märchen. Das Märchen heißt Tobias. In diesem Märchen können Sie alles nachlesen, was das Robert-Kapitel betrifft. Und wenn Sie das begriffen haben, ist Ihnen auch das Edgar-Kapitel klar. Nicht zufällig reist mein Professor Stieglitz an einem 1. Januar von Kabul nach Teheran. Aber warum haben wir eigentlich immer nur über diese beiden Kapitel gesprochen? Wenn ich nicht irre, hat meine Tetralogie 428 Kapitel und das Wichtigste ist zweifellos jenes, in welchem Professor Stieglitz durch Afghanistan reist. Ja, ich will mich bei meiner Doktorarbeit auf diese beiden Kapitel konzentrieren. Einerseits auf das Edgar-Kapitel, schon wegen der Fülle der Begriffe des Logos. Andererseits auf das Robert-Kapitel wegen seiner Anthroposophie. Ja. Das ist es, wahrscheinlich. Wie schön meine Frau spielt. Sie ist eine große Virtuosin. In Wahrheit müssen Sie wissen, war Ihre Mutter... Bürgerin, müssen Sie wissen. Aber davon sprechen wir nicht. Wenngleich wir solche Wahrheit zu schätzen wissen. Ja. Herr von Wegener ist gerade gekommen. Ach, tatsächlich! Ein Herr von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der über mich einen Bericht schreiben will. Ein netter junger Mann mit ganz reizenden Manieren. Er ist noch frei, Fräulein Werdenfels. Aus bestem Hause.
Wieder Szenenwechsel. Jetzt liegt der große Dichter vor dem Haus auf einem bequemen Gartenstuhl. Er sollte der Siesta nach dem Essen pflegen. Er ist tätig wie immer an seinem Ruhm und dient seiner Leserkundschaft. Er signiert ganze Bücherberge, die um ihn herum verstreut sind. Frau Meister kommt aus dem Esszimmer ins Freie, sich um die Mittagsruhe ihres Gatten sorgend. Nun kommst du ganz um dein Mittagsschläfchen, Moritz. Wie viele Bücher hast du denn heute schon signiert? Lass das doch. Ein so anstrengender Tag. Herr von Wegener ist mit dem Fräulein Werdenfels in die Weinberge gegangen. Die Frau Hertha ist weg. Ihre Kinder haben die Masern. Immer sind diese Kinder krank. Ich verstehe das nicht, wo wir hier eine so gute Luft haben. Ich habe die Post durchgesehen. Es ist nichts Aufregendes. Nach München haben sie dich eingeladen. Du sollst in der großen Aula der Universität vorlesen. Wir sollten wieder mal nach München. Ich verstehe nicht, warum wir so lange nicht mehr in München gewesen sind. Das ist doch Deutschlands wesentlichste Stadt. Der Bürgermeister hat angerufen und gefragt, ob wir zur Taufe seines Sohnes kommen. Nächsten Dienstag. Dann habe ich auch in Mainz zugesagt. Wie findest du das, Fräulein? Die wäre doch etwas für den Herrn von Wegener. Vielleicht stifte ich noch eine Ehe. Ich habe ihm noch einige Ratschläge gegeben für seinen Aufsatz, dem jungen Wegener. Es erscheint alles in 2 Wochen, in der Wochenendausgabe, mit dem Bild, das sich in Kiel zeigt. Er wird es sehr sorgfältig machen, sagt er, eine ganze Seite. Möglicherweise darüber hinaus. Er liebt übrigens auch Tannhäuser. Weißt du, dass sein Vater auch am 8. Dezember geboren ist? Etwas weich, findest du nicht? Aber so sind sie heute alle. Die Leute wissen gar nicht, was sie dir auslassen. Manchmal denke ich, wie unverschämt das doch ist, dir Bücher zum Signieren zu schicken. Du kennst doch diese Leute gar nicht. Ich finde, wir sollten nach München gehen. Du kannst aus der Tetralogie vorlesen. Ach, du magst München nicht, ich verstehe das nicht. Wo du doch in München so glücklich gewesen bist. Die Stadt München hat dich zu dem gemacht, was du heute bist. Du hast in München deine beste Zeit verbracht. Not, Elend, natürlich, aber das Böse, der Abschaum der Großstadt, da hast du dich aber entwickelt in dem Bösen, im Abschaum der Großstadt. Ohne München wärst du nichts. Wir wären nichts ohne München. Der Herr Verleger holt uns vom Bahnhof ab. Er hat uns die schönsten Zimmer in den 4 Jahreszeiten reservieren lassen. Wir werden vom Präsidenten der Universität empfangen und vom Oberbürgermeister. Und wir tragen uns in das goldene Buch der Stadt ein. Das machst du alles schon sehr routiniert. Die Stadt als Zeuge des Aufstiegs. Die Stadt ist nicht mehr die, die sie vor 20 Jahren gewesen ist. Die
Grausame. Du musst dich frei machen von dieser Zwangsvorstellung. Gerade jetzt solltest du nach München gehen, es ihnen zeigen. Onkel Vanya im Residenztheater, erinnerst du dich? Unser beider erste Schauspielpremiere. Kein Tag, an dem du nicht in der Zeitung stehst. Ich könnte jeden Tag wetten und ich gewinne. Die Akademie für Sprache und Dichtung hat Moritz Meister zu ihrem Mitglied gewählt. Mit dieser Wahl hat die Akademie ihre Jahrestagung abgeschlossen. Immer wieder möchte ich diesen Satz lesen. Fährst du oder fährst du nicht? Nur wenn Sie mir 3000 Mark zahlen. Du bekommst 3000 und alle Späße. Das muss ich schriftlich haben. Ich habe schon den Vertrag unterschrieben. Für deine Berühmtheit zahlen sie 3000 und sie bringen dich auch in den 4 Jahreszeiten unter auf ihre Kosten und natürlich auch mich, deine Ehefrau. Für dich, weil du der Größte bist. Du hast sie alle überflügelt. Das Feuilleton gehört dir, meinem Moritz gehört es. Moritz Meister, Akademiemitglied, der vom Bundespräsidenten beglückwünschte Dichter. Nun ja! Ich habe mich doch wirklich gequält, herauf, aus dem Nichts, aus dem gar Nichts, wie mein Professor Stieglitz. Natürlich, mein Lieber. Es ist ein schrecklicher Weg gewesen. Wenn sich der Vorhang jetzt wieder hebt, ist der Großdichter Moritz Meister mit der jungen Doktorandin und dem Feuilleton-Redakteur von der FAZ, Herrn von Wegener, wieder in seiner Bibliothek. Er hält eine große Vase bedeutungsvoll in den Händen. Und nun sehen Sie hier aus dem Präparatikum, sehen Sie, Ernst verfasst eine Deportation über diese Scherbe, die in den Schriften der Universität London veröffentlicht wurde, 1928, übrigens aufsehenerregend. Diese Scherbe ist eine Originalscherbe. Sie hat mich ein Vermögen gekostet. Genau genommen mein ganzes Honorar an dem Germania-Roman, der übrigens gerade jetzt wieder neu aufgelegt worden ist. In diese Schüssel hatten die Minoer die Oliven eingelegt. Die Oliven, welche aus der Messara gekommen sind. Evans glaubt, diese Scherbe ist 2400 vor Christi entstanden. Eines meiner kostbarsten Stücke. Nehmen Sie es doch in die Hand. Bitte. Was ist der Mensch nach Jahrtausenden gezählt? Wir sind nichts. Wir sind absolut nichts, Fräulein Werdenfels. Es ist ganz unvorsichtig, diese Scherbe so einfach auf das Regal zu legen. Aber ich hasse Glasstürze, wissen Sie? Diese Regale dürfen von Frau Hertha nicht abgestaubt werden. Nichts darf hier von Frau Hertha berührt werden. Wie der Herr Bundespräsident hier gewesen war im Frühjahr, am Ende der Frühjahrsmanöver, an welchen er teilgenommen hatte, gab ich ihm die Scherbe. Er hatte sie über eine halbe Stunde in Händen gehalten. Er war von der größten Bewunderung erfüllt. Nun ja, diese Kunstwerke sind ja auch nur für die außergewöhnlichen Menschen. Hier haben Sie die Originalausgabe des Menetikels von Garnicheus. Eine Kostbarkeit. Sie kennen das Buch doch, Fräulein Werdenfels. Ich kenne natürlich. Eine Selbstverständlichkeit für einen gebildeten Menschen. Und Sie kennen das Buch doch sicher auch. Möglicherweise, Herr Professor. Es ist schon ziemlich lange her. Schließlich kann man nicht alles kennen.
Ich sage den jungen Leuten immer, es ist gut, sich immer mehr Wissen anzueignen, aber schließlich muss man sich auch noch einiges aufsparen. Selbst im hohen Alter weiß man noch recht wenig und erst, wenn man so jung ist, wie Sie beide, aber... Wollen Sie denn nicht Platz nehmen? Mein Verleger kommt gegen 7. Er ist ein pünktlicher Mann. Sie werden sehen, hochgebildet. Vom unglaublichen Kunstverstand. Ein Gespräch mit ihm ist ein Vergnügen. Gleich welches Thema Sie anschlagen, es ist sein ureigenes. Das ist eine Seltenheit. Die deutschen Verleger sind ja, wie man weiß, nach gerade nicht unbedingt die Gescheitesten. Dieser ist eine Ausnahme. Schließlich verlegt er ja auch die Geistesspitzen. Ein Glücksfall, dass ich an diesen Verleger gekommen bin und, wie so oft im Leben, ein Zufall. Ich hatte ihn als noch völlig unbekannter Autor in einem Hotel in Zürich kennengelernt. Er suchte einen Skatspieler. Da hatte er mich angesprochen. Ich konnte Skat spielen, zu meinem Glück, muss ich sagen. Aber nach und nach stellte sich erst heraus, dass er der bedeutende Verleger ist und ich der bedeutende Autor. Aber er hatte den Blick für meine Arbeit. Er hatte mich als erster erkannt. Er hob die Arbeit aus der Finsternis empor ins Licht. Nun leuchtet ihr Werk. Und strahlt in alle Welt aus. Ja. Meinem Verleger danke ich tatsächlich einen Großteil meiner Berühmtheit. Wissen Sie, die Stadt Zürich hat mir immer Glück gebracht, wie übrigens meine Professor Stieglitz auch. Sie hat mich mit meinem Verleger zusammengebracht. Sie hat viel insgeheim in meinem Leben gestiftet. Ich kann es nicht aufzählen. So ist Zürich die Stadt, die ich am meisten liebe. Jeder hat seine Lieblingsstadt. Die Schweiz überhaupt war für mich schicksalhaft. Ich liebe die Schweiz. Meine Frau versteht das nicht, aber das ist sehr fraulich gedacht. Die Schweiz ist kein Land für den Geschmack der Frauen. Ein Herrenland, sicher, ein Herrenland. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Robert in der Sprache Edgars sprechen zu lassen im 8. Kapitel? Edgar jedoch in der Sprache Roberts in Kapitel 9. Ich würde das doch für einen genialen Einfall halten, Herr Professor, wo das plötzlich umkippt in die Robert-Sprache bzw. in den Edgar-Akzent. Wissen Sie, wenn ich darüber sprechen würde, was ich naturgemäß nicht kann, zerfiele mir noch im Nachhinein meine Konzeption. Ich kann es nicht sagen. Und warum auch? Jetzt ist das Werk vollendet und es wird seinen Weg gehen. Jetzt sollen sich alle die Köpfe darüber zerbrechen. Möglichst viele Köpfe. Ich bewundere vor allem den außenpolitischen Teil Ihrer Zeitung. Schließlich gibt es an allen Blättern etwas zu bekritteln, aber die Frankfurter Allgemeine hat doch den intelligentesten Auslandsmitarbeiterstab aller deutschen Blätter. Finden Sie nicht? Ja, das glaube ich auch, Herr Professor. Über das Feuilleton lässt sich streiten. Über alle Feuilletons lässt sich streiten. Möglicherweise vor allem über das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Sie sind mir doch nicht böse, dass ich das sage. Aber nicht im geringsten, Herr Professor Meister. Tatsächlich sind die Zeitungen mein Schicksal. Gäbe es die Zeitungen nicht, ich existierte gar nicht. Das kann wohl jeder Schriftsteller von sich sagen, wenn er ehrlich ist. Gäbe es kein Feuilleton, es gäbe gar keine Schriftsteller. Das Feuilleton ist gut, sagen Sie, wenn Sie darin gelobt werden. Das Feuilleton ist schlecht, werden Sie kritisiert. So einfach ist das. Warten Sie. Mein Großvater hat mir diese Ausgabe geschenkt, ein Werk, das nur in 3 Exemplaren erschienen ist, ich glaube 1924, und das der Trichter heißt, von Manuel Leiterstrasser. Absolut eine Kostbarkeit. Die 2 anderen Exemplare sind von ihren Besitzern vernichtet worden, weil sie mit dem Inhalt des Buches nicht einverstanden waren. Das Buch ist aber weder obszön noch das Gegenteil. Es beschreibt nichts anderes als eben die beiden, die ihre Exemplare vernichtet haben. Mit gutem Grund, wie Sie feststellen können, wenn Sie das Buch gelesen haben. Aber Sie werden es nicht lesen können, denn ich gebe es nicht aus der Hand. Und bevor ich sterbe, werde ich es vernichten. Ein schöner Gedanke, nicht wahr?
Merken Sie sich den Titel? Der Richter. Und der Autor heißt Manuel Leiterstrasser. Leiterstrasser! Das klingt mir sehr schweizerisch, oder nicht? Wieder Bildwechsel, wieder sind wir in der Bibliothek. Es ist später, Moritz Meisters Verleger ist eingetroffen, der elegante, vergleichsweise junge, offenbar sehr stramme und geschäftstüchtige Großverleger eines Großdichters. Moritz Meister ist schon wieder unter seinem lästigen Bienennetz. Er hat offenbar diesen Besuch so früh gar nicht erwartet. Schon da. Der Verleger ist immer pünktlich. Das ist mir aber peinlich. Hier, sehen Sie, ich habe mich im Bienennetz verfangen und meine Frau ist nicht da. Ich rufe und sie ist nicht da. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Warten Sie. Sehen Diese Sie. Diese Netze verfangen sich immer an den Knöpfen. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie schon da sind, ja, hat sie meine Frau denn nicht gesehen? Sie wollte sich nur ein wenig schön machen. Das ist mir aber peinlich. Hier, bitte, setzen Sie sich doch. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, ich habe Besuch, einen Herrn von der Frankfurter Allgemeine, Herrn von Wegener, den Sie ja vielleicht kennen, und ein Fräulein aus Heidelberg, eine Doktorandin, nette Leute, sehr nette Leute, jung und nett. Der Ruhm bringt es mit sich. Ja, der Ruhm. Gerade die jungen Leute beschäftigen sich mit ihrem Werk. Wo ich auch hinkomme, sofort werde ich nach dem berühmten Meister gefragt. Moritz Meister, das ist heute ein Begriff. Alles wartet auf Ihre Tetralogie. Heute steht der Name Moritz ganz oben. Die Jugend ist völlig mit ihrem Werke beschäftigt, mit keinem anderen in dieser Weise. Mit der größten Wissenschaftlichkeit und Leidenschaft. Das ist das Fantastische an dieser Jugend, dass sie sich gerade an den besten Werken orientieren. So viele Arbeiten über sie, über keinen anderen. Haben Sie den Aufsatz von Lenk gelesen? Professor Lenk, der Ordinarius für Marburg, der sich mit ihrem Germania-Roman auseinandersetzt. Ungeheuerlich tief durchdrungen von ihrer Sicht auf die Dinge. Ich schätze Lenk seit Jahren. Ich ermunterte ihn, für uns ein Buch zu schreiben über den Zeitungeist. Mein lieber Herr Meister, ich hoffe, Sie haben eine gute Zeit gehabt. Sie wissen, was ich sagen will. Ich weiß. Die Tetralogie. Sie ist fertig. Ich habe das Unvorstellbare vollbracht. Wir werden ein bedeutendes Echo haben auf Ihr Buch. Wir werden es in einer großen Auflage herausbringen, weltweit, sagen wir in 100.000 Exemplaren, vielleicht auch in 150.000. So viele Nachfragen. Niemals vorher hat es so viele Nachfragen gegeben. Dazu ist die Wahl in die Akademie für Sprache und Dichtung gerade recht gekommen. Und selbstverständlich spüren wir auch, dass Sie jetzt in ganz Deutschland reisen. Nur einen Augenblick, wenn Sie gestatten, nur einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Anne! Noch etwas anbieten. Ja, natürlich, sehr gern. Bitte! Ein guter Tropfen. Wir sind hier sehr glücklich, meine Frau und ich. Es war ja alles offen, wie wir hier eingezogen sind. Schließlich hatte ich keinerlei Garantien, ob ich hier arbeiten kann. In die Heimat zurückzugehen, ist das Gefährlichste. Aber meine Frau drängt dann einen Ort, an welchem wir bleiben. Nun bleiben wir hier. Es tut meiner Lunge ja auch gut. Ich habe die gute Luft, ich habe die Bienen, ich habe die größte Arbeitslust. Nun ist die Akademie an mich herangetreten, Sie zu bitten, ob Sie nicht einen Vortrag halten. Über den Roman an sich. Es bleibt Ihnen natürlich völlig selbst überlassen, wie Sie das Thema angehen, da Sie ja jetzt mit der Tetralogie fertig sind. Ja, so habe ich gedacht. Es wäre auch zum Erscheinen der Tetralogie natürlich äußerst vorteilhaft, wenn Sie auch mit der nächsten Akademietagung in Erscheinung treten. Man wartet gewissermaßen auf nichts anderes als auf Sie. Man empfindet Ihr Auftreten in der Akademie als etwas durchaus
Sensationelles. In gewisser Hinsicht wäre ich ja jetzt frei und es wäre mir nicht so schwierig, mich einem solchen vorgeschlagenen Thema anzunähern. Der Roman an sich, sagten Sie? Ja, das könnte mich packen. Dazu wäre ich vielleicht in Stimmung sozusagen zur Ablenkung und neuerlichen Konzentrierung sozusagen. Ich soll Sie sehr herzlich von meiner Frau grüßen. Sie schätzte sich glücklich, wenn Sie bald wieder unser Gast wären. Ja, jetzt, wo ich plötzlich wieder frei atmen kann nach der Tetralogie. Das lässt sich alles hier gut an. Auch die anderen Bücher setzen wir durchaus gut ab. Es gibt keine Klage, es geht aufwärts. Und die Sorbonne hat angefragt, ob es möglich ist, dass Sie im Herbst dort eine Vorlesung machen in französischer Sprache. Sie hat nochmal angedeutet, dass es Sie interessieren würde, etwas über Voltaire in Beziehung zu Ihren Ansichten über Frankreich zu sagen. Oder vielleicht etwas über Ihren Professor Stieglitz in Bezug auf Voltaire. Aber ich will Sie nicht drängen. Herr Verleger, dränge nicht, beobachte nur, warte ab. In gewisser Hinsicht bin ich auf Frankreich sehr verbunden. Schon als 20-Jähriger, Entschuldigung, habe ich Baudelaire übersetzt, aber dann habe ich die Übersetzerarbeit aufgegeben, weil ich der Ansicht war, sie schade meiner eigenen Arbeit. Sehr schade, dass Sie die Übersetzertätigkeit aufgegeben haben. Gerade die Baudelaire-Übersetzungen, die es gibt, sind nicht gelungen. Es ärgert mich jedes Mal, wenn ich Baudelaire übersetzt lese. Aber ich lese ja grundsätzlich die französischen Autoren im Original. Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Proust. Franzosen müssten ja alle neu übersetzt werden. Aber von wem, das ist die Frage. Ich bin jahrelang auf der Suche nach guten Übersetzern, aber ich finde keinen akzeptablen. Proust beispielsweise ist schon zweimal oder dreimal übersetzt und jedes Mal sagt man, es sei eine geniale Übersetzung. Aber nach 10 Jahren spätestens stellt sich heraus, dass diese geniale Übersetzung nichts als dilettantisch ist. Und mit Joyce ist es dasselbe. Der Verleger ist immer auf der Suche nach dem Neuen. Der Verleger ist das Gewissen der Nation. Wie es sich hier noch verändert hat in den letzten Jahren. Das ist Größe, denke ich. Das ist Größe. Hier ist die Größe. Hier kann ich auch vieles unterbringen, was ich früher nirgends unterbringen konnte. Zum Beispiel meine archäologische Sammlung. Naja, die Archäologie. Meine Frau und ich, wir planen eine Mexiko-Reise. Und wir wollen auch nach Peru. Da werden wir zuerst Ihre Informationen einholen. Ja, die lateinamerikanische Geschichte ist mir natürlich nicht so vertraut. Wir haben jetzt einige großartige lateinamerikanische Autoren im Programm. Alles Weltliteratur, das Beste, was es heute gibt. Wie alt ist die Vase? Na, 2500 vor Christi etwa. Ach, das ist ja doch imposant, das ist ja doch von ungeheuerlichem Wert. Ja, natürlich eine Nachbildung. Ach, na ja, ganz selbstverständlich. Eine Nachbildung, nein, aber bitte, ich hänge sehr an dieser Vase. Ich möchte ohne diese Vase nicht sein. Der Autor muss immer mit der gesamten Geschichte im Zusammenhang sein. Verliert er diesen Zusammenhang einmal und ist es nur auf die kürzeste Zeit, hat er auch seine Größe verloren. Die Geschichte und der Autor sind eine Einheit. Der Denkende bezieht alles aus der Geschichte und die Geschichte bezieht alles aus dem Denken. Ein Novalis Gedanke, denke ich. Es könnte Novalis sein, aber es ist ein Satz aus meiner Tetralogie. Professor Stieglitz sagt diesen Satz auf Seite 804 und phänomenal. Es war schon immer mein größter Vorzug, ein gut speicherndes Gedächtnis zu haben. Den Germanien-Roman bringen wir im Herbst als Taschenbuch heraus. Wir haben die Rechte jetzt nach China verkauft. Mit Japan verhandeln wir. Korea zieht mit. Ich glaube, Ihre Zukunft liegt in China. Das hatte ich mir immer gewünscht, Chinesisch zu können, aber das blieb unerfüllt. Meine Frau ist ganz begeistert von der Idee, dass Sie uns das Vergnügen machen, mit Ihrer Frau mit uns nach England zu fahren, wenn die Tetralogie erschienen ist. Das wird Ihnen gut tun. Was fehlt Ihnen? Ja, England. Sie waren noch nie in England. Ich war nie in England, im Land Shakespeare. In Cornwall haben wir ein Haus, da könnten Sie unter Umständen sogar arbeiten. Man weiß es ja vorher nicht. Plötzlich geht es dann auch im Ausland. Wie denken Sie darüber? Ich habe nie im Ausland arbeiten können. Ich habe es immer versucht, es ging aber nicht. Wie Professor Stieglitz, ich war immer an den deutschen Sprachraum gebunden. In Ägypten beispielsweise dachte ich, es geht. Aber dann ging es nicht. Wir wohnten ganz in der Nähe der Pyramiden. Die beste Voraussetzung für das Schreiben, dachte ich, aber nicht eine Zeile, nichts. Aber natürlich war der Archäologe in mir der Stärkere, der Schriftsteller hatte zurückzudrehen. Wir werden nur mit leichtem Gepäck nach England reisen. Die englische Luft wird Ihnen gut tun. In Frankreich bin ich immer deprimiert. In England sind Sie sicher nicht deprimiert. Ich glaube, Sie sind ein Mann für England. Das englische Wesen entspricht Ihnen.
Der Verleger hat immer darauf zu achten, dass er seine Autoren dahin bringt, wo sie schöpferisch werden. Aber sie sind ja so schöpferisch, Meister. Derartig schöpferisch. Ich bin ja so gespannt auf die Tetralogie. Jetzt habe ich Kierkegaard gelesen. Das ist ein Mann, den ich nicht besonders gut kannte. Jetzt ist es mir aufgegangen, was für ein Mann das ist. Vieles in Kierkegaard erinnert mich doch an Sie. Es steckt ein Kierkegaard in Ihnen. Und vielleicht wissen Sie das gar nicht. Tatsächlich ein Kierkegaard. Im gewissen Sinne habe ich eine Beziehung zu Kierkegaard. Und zu Strindberg. Ich bringe jetzt Strindberg heraus. Vielleicht schreiben Sie ein Vorwort zu dieser Ausgabe. Das wäre doch schön. Nach und nach bringen wir alle nordischen Autoren heraus. Ibsen, was für ein Geistesmensch. Ich reiste vor einem Jahr nach Schweden und fand etwas Unveröffentlichtes von Ibsen, eine Komödie, vor dem Verwind geschrieben. Phänomenabel. Das bringen wir im nächsten Jahr mit gesammelten Kommentaren. Übrigens plane ich eine neue Reihe, etwas für die Jugend, für die studierende Jugend. Da könnten wir Ihre Schrift über das Kosmische herausbringen. Ich habe schon 6 Manuskripte. Suche neue Lektoren. 2 sind krank, einer ist gestorben. Von Zeit zu Zeit muss ich alle diese Leute auswechseln. Suche einen jungen Mann, der sich intensiv mit Wieland beschäftigt hat. Kennen Sie jemanden? Ich versuche, eine neue Kant-Ausgabe auf die Beine zu stellen. Das ist schwierig. Kant, der sich den ganzen deutschen Geist untergeordnet hat. Ist Ihnen Möbius ein Begriff? Möbius hat eine Ethik geschrieben, ein Jahrhundertbuch. Das bringe ich im Frühjahr. Und etwas sehr Schönes von Engels. Völlig unbekannt. Eine zarte Erzählung. Im Grunde eine Weihnachtsgeschichte. Das sieht gut aus, Meister. Ihre Bilanz ist ausgeglichen. Das ist auch etwas durchaus Erfreuliches. Wir haben 80.000 abgesetzt vom Germanien-Roman. Wenn erst die Tetralogie erschienen ist, man ist gespannt darauf, ein so bedeutendes Buch im richtigen Moment, 3 Bände in Kassette in Schwarz, wie Sie es wünschen, und mit dem Untertitel Stieglitz oder die Weltordnung. Es wird sehr viel gesprochen von schlechter Bilanz, aber das betrifft uns nicht. Wir sind gut in Fahrt. Wenn die Tetralogie auf den Markt kommt, werden Sie um ein paar Vorlesungen auch in Berlin nicht herumkommen. Das ist notwendig, dass sich der Autor zeigt. Das Publikum hat ein Recht auf den Autor. Es muss ihn von Zeit zu Zeit zu Gesicht bekommen. Ich war nicht unbeteiligt, was Ihre Aufnahme in die Akademie betrifft. Von selbst ist nichts. Nun warten alle Leute darauf, dass Sie sich auch dem Theater zuwenden. Ein Drama, wissen Sie, von Ihrer Feder aufgeführt an einer ersten Bühne mit den besten Schauspielern. Auf dem Hamburger Schauspielhaus beispielsweise oder dem Schillertheater in Berlin. Es drängt mich nicht auf die Bühne, aber man kann nie wissen. Ein neuer deutscher Shakespeare, wer weiß. Es ist ja geradezu explosiv vor Dramatik, Ihr Werk. Es sind so viele Dramen in Ihrer Prosa. Einzelne Kapitel Ihres Germania-Romans sind wie Dramen, merkwürdig. Das sagten schon einige. Uns strotzt vor Drama, Ihr Werk. Und wer weiß, was die Zeitläufe bringen. Übrigens werden Sie in England natürlich auf den Spuren Shakespeares wandeln. Und ich und meine Frau sind Ihre Begleiter. Ein deutscher Geist gehört einige Zeit in die englische Luft. Die Tradition dieses Hauses, sie stellten sie wieder her. Im Judentum verdankt der deutsche Geist beinahe alles. Wir brauchen ein paar gelungene neuere Fotos von Ihnen. Ich werde einen jungen Fotografen schicken in nächster Zeit, einen ganz unaufdringlichen jungen Mann. 10 freie Exemplare von der Tetralogie, genügt das? 10 oder 12? Wir schicken 12. Wir schicken 14. Es ist schon erstaunlich, dass es auf einmal in Deutschland wieder Dichtung von europäischem Format gibt. Von Weltformat. Ich spreche von 2 Dichtern, Sie wissen, um wen es geht. Aber wenn ich hier bin, denke ich, Sie sind doch der Größte. 2 solche hervorragende Geister deutscher Zunge, die augenblicklich die Welt beherrschen. Aber Ihr Werk ist das Gesicherte, das Größere, das mit dem höchsten Anspruch, das Deutsche mit Weltanspruch. Sie sind absolut eine Strindberg- oder Ibsen-Größe. Wenn nicht noch viel höher, als diese beiden einzuschätzen. Was Strindberg auf dem Gebiete des Dramas, sind Sie, was die Prosa betrifft. Nicht im goethischen Sinn. Ein Strindberg der Prosa. Mit welchem Mut Sie an Ihr Werk herangegangen sind, mit welcher Ausdauer Sie es in die höchste Höhe getrieben haben. Allein gegangen, vorwärts, geradeaus. Wie lange haben Sie denn an der Tetralogie geschrieben? Genau genommen, 22 Jahre. Das ist Größe. Das ist es, 22 Jahre. Welch eine Jahrhundertleistung. Man spürt es in jedem Wort Ihres Werkes, dass es alle Prüfungen des Geistes durchgemacht hat. Stieglitz,
oder die Weltordnung. Das ist ungeheuerlich. Ich danke sehr viel meiner Frau. Jahrzehntelang habe ich ja nur von ihr gelebt. Sie hat alles aufgegeben für mich, alles, beinahe alles. Sie war es, die mich gelenkt hat. Sie hat mir über alle Unsicherheiten hinweggeholfen. Ohne sie wäre ich nichts. Eine Existenz in bitterster Kargheit, nur so konnte sich natürlich entwickeln, was jetzt da ist, feststeht, fest begründet ist, unauslöschlich. Ich brauche den Weinberg. Hier kann ich mich konzentrieren. Und dann eine Reise in die Welt, nicht wahr? Zu den klassischen Städten des Altertums, Persien, Griechenland, Ägypten. Man spürt es in jeder Zeile Ihres Werkes. Alles, was Sie geschrieben haben, ist davon durchdrungen. Aber die Luft ist sehr dünn auf dem Höhepunkt. Sehr dünn. Sehr dünn. Am Abend werde ich ja dann etwas zu hören bekommen aus der Tetralogie, nicht wahr? Eine Kostprobe, nicht wahr? Ich werde aus der Tetralogie vorlesen. Ihnen zu Ehren. Meinem Verleger zu Ehren. Der Professor Stieglitz im Reisezug durch Portugal nach Coimbra ans Ziel. Zum vorletzten Male fällt der Vorhang über dieser Literatursatire von Thomas Bernhard. Über allen Wipfeln ist Ruhe, aber Ruhe ist noch nicht. Jetzt sind alle in dem weiten Salon des Hauses versammelt, verteilt auf ehrfürchtig ausgerichteten Sesseln und Stühlen. Frau Meister, der smarte Verleger, sogar der Briefträger ist geladen und sitzt etwas beklommen auf seinem Stuhle. Die Haushälterin, Frau Hertha, ist ebenfalls zugelassen. Die beiden Hausgäste sind präsent, neugierig wie die Flitzebogen. Es kann also losgehen, es herrscht Feierstimmung. Und der Meister selbst thront auf einem königlichen Sessel, vor ihm ein ganz klitzekleines Tischchen, darauf ausgebreitet das heilige Manuskript. Die Anwesenden klatschen erwartungsvoll in die Hände. Die Lesung ist offenbar schon im Gange. Er liest, er tönt, er weidet sich lesend an seinem eigenen Werk. Nun lese ich noch etwas aus dem Edgar-Kapitel, den Schluss. Robert ist aus Triest gekommen, geschichtsträchtig. Die Stadt im dunklen Hafen verödet. Marlene erfährt nichts von seiner Tragödie mit Edmund, der in London geblieben ist. Die Affäre mit Cyrus ist vergessen. Die Zeitungen haben sich entschlossen, über Cyrus nichts mehr zu berichten. Der Artikel, von welchem Robert mit Edgar gesprochen hatte, ist nicht erschienen, weil die Times derart die Artikel nicht druckt. In Deutschland weht ein heftiger Sturm zu dieser Zeit. Es ist Robert ganz einfach nicht möglich, sich mit Edgars Entschluss abzufassen. Man muss sich vorstellen, Edgar war überrascht gewesen, dass Robert aus freien Stücken den Professor Stieglitz getroffen hat und zur Selbstaufgabe bereit gewesen war, seinem Werk zu lieben. Er hat ja die Theologie studiert, um die Chirurgie zu vergessen. Professor Stieglitz litt an seiner Erkältung in Caracas. In London selbst hatte der Premierminister Order gegeben, mit Stieglitz nicht mehr zu verhandeln. Die Königin war in Neuseeland. So bereitete sich Friedrich, ohne Hoffnung auf Erfolg allerdings, auf seine Mexiko-Reise vor, währenddessen Robert noch immer mit seinem Plan beschäftigt gewesen war, mit jenem Plan nämlich, der Edgar zum Verhängnis werden sollte. Hier gibt das bürgerliche Gesetzbuch Auskunft. Der Robert begleitete schließlich Lind in den Central Park und verabredete mit ihr ein Treffen in Oxford. Und Professor Stieglitz vollendete seine Schrift über Schopenhauer. Die beiden waren sich einig, dass es ohne Edgar nicht geht. Aber man kann natürlich nicht von einem Komplott sprechen. Hier ist das Stil ganz dem Thema angemessen, ganz leicht, ganz rhythmisch getragen, eben angemessene Aussichtslosigkeit. Noch einmal in England jene Verhältnisse herzustellen, von welchen Robert geträumt hatte, die Edgar hatte verhindern wollen. Und
Und in Deutschland hatte man die Konsequenzen nicht gezogen. Stieglitz war in Frankfurt absolut unerwünscht. In Deutschland ging alles seinen trägen, unmenschlichen Gang. Es ist etwa die Stimmung wie ein Germania-Roman ab Kapitel 5. Auch da hatte ich natürlich das Zeitproblem, die Dreidimensionalität, die dazu führte, dass ich den Edgar-Strang schließlich doch noch mit dem Robert-Kapitel vereinigen konnte. Also die Beziehung Goethe-Wittgenstein-Kierkegaard. Aber hören Sie. Als Edgar aus London nach Paris gekommen war, Amerika müde, förderte nichts mehr den Plan, sein Werk zum Abschluss zu bringen. Er war durchdrungen von seiner Liebe zu Deutschland. Aber nichtsdestoweniger gelang der Sprung nach England nicht. Robert verzichtete auf die China-Reise und verhinderte dadurch die Gegenposition Edgars, der sich mit Stieglitz besprochen hatte. In Nizza war es zu dieser Zeit merkwürdig grau. Das Meer lag im Schatten der Ereignisse Mitteleuropas, von welchen keinerlei Initiative mehr ausging. Es war ein Engpass eingetreten, der Dritte Weltkrieg lag in der Luft. Woran hatte Robert gedacht, als Lind ihn begleitete? Wir wissen es nicht. Professor Stieglitz verweigerte die Aussage vor dem Schwurgericht. Wie viele Briefe hatte Robert an Edgar geschrieben aus London? Wir wissen es nicht. Wir vermuten, dass die Katastrophe schon sehr viel früher eingetreten sein musste, nämlich in dem Augenblick, in welchem Edgar auf sein Vermögen verzichtete und in die Schweiz zurückkehrte, um seine Mutter zu treffen. Diese einsame Frau, die an Lungenentzündung krankte, wartete auf Edgar in einem Hotel in Lausanne. Das, welch merkwürdiger Zufall, Professor Stieglitz gehörte. So schloss sich endlich der Kreis der Geschwister. Das ist ja großartig! Das, liebe Hörer, war also das doppeldeutig giftige Ende der Literaturkomödie von Thomas Bernhard. Über allen Wipfeln ist Ruhe, die wir Ihnen aus der Freien Volksbühne in Berlin, teilweise wenigstens in der Inszenierung von Kurt Hübner, mitschneiden und aus dem Theater übertragen konnten. Der Beifall geht noch hoch, die Spieler zeigen sich wieder. Vorneweg Ernst Schröder, der den literarischen Großmeister Meister sprach und spielte. Neben ihm Elfriede Kuzmani, sie war die liebedienerische Gattin und Anbeterin des falschen Olympias. Rainer Görnemann war der Feuilleton-Redakteur. Christine Prober, die weihrauchwedelnde Doktorandin. Und Dietrich Mattau spielte am Ende den smarten Verleger. Hier immer noch Beifall für das gelungene Possenspiel mit der modernen Literatur und einer Fragwürdigkeit literarischer Größe in unseren Tagen. Hoffentlich hat Ihnen, liebe Hörer, unsere nachträgliche Übertragung dieser Literatursatire ebenso viel Spaß gemacht wie wir den Leuten hörbar im Theater selber. Und damit guten Abend und freundliches Auf Wiederhören. Sie hörten »Über allen Gipfeln ist Ruh«, Komödie von Thomas Bernhard, mit Ernst Schröder als Moritz Meister, Elfriede Kuzmani, Anne seine Frau und Christine Prober, Dietrich Mattausch, Rainer Görnemann, Regie Kurt Hübner. Mit Schnitt einer Aufführung der Freien Volksbühne Berlin aus dem Jahr 1983. Durch die Sendung führte Friedrich Luft.